ein Weltmeistertitel in einer Mannschaft. Wie fühlt sich das an? Es ist ein abnormales Gefühl, wenn man es nicht nur alleine hat, sondern auch als Team mit guten Kollegen, als aber eine Mannschaft, man geht durch das Training, durch dick und dünn, hat Höhen und Tiefen, hat voneinander am meisten praktisch profitieren können. Und so ist es einfach Hammer, wenn man hier in Tunesien auf dem Podest ist gestanden, vor diesen ganzen Leuten. Und man hat gewiss hier ja Häufen schauen, auch über das Internet, über den Livestream mit und so. Und das war einfach ein abnormales Gefühl gewesen, wenn man hier vor Stolz richtig strahlen konnte. Ja. Macht das einen und vor allem euch stolz, wenn man als Walliser zu Tunesien einen Weltmeistertitel holt? Ja, auf jeden Fall. Ja, was soll ich da dazu sagen? Also, ja, aber wir haben darauf geschafft und wir haben es jetzt immer wieder gezeigt. Aber in der Mannschaft sind wir wirklich stark und haben jetzt den Titel auch wirklich geholt. Und wir sind auf jeden Fall stolz drauf, jawohl. Und Abo, wie gesagt, als Walliser im Sport ja sein, das ist ja nun mal speziell. Wie fühlt sich das an, wenn man in einer speziellen Disziplin einen Weltmeistertitel holt? Schlussendlich, klar, ja, Saikon ist immer ein Randsportart, ist vielleicht weniger bekannt als gewisse andere Sportarten, aber jeder Sportler weiß, von was das wir reden. Es spielt keine Rolle, in was für einem Sportart das gewinnst. Das Gefühl, es ist genau das Gleiche und es überwältigt dich. Egal wie gross oder klein das ein Sportart ist, die Emotionen sind da, vor allem wenn du eine fixfertig gefüllte Halle da hast und alle jubeln dazu. Vor allem Weltmeister, der Beste auf der ganzen Welt sein, das bedeutet ja enorm viel. Jetzt mit dem Selbstvertrauen geht ihr wieder in einen Wettkampf? Geht ihr gleich in einen Wettkampf oder mit mehr Selbstvertrauen? Rechnet ihr damit, dass ihr wieder so einen Titel holen könnt? Ja, es ist ja so, dass das natürlich immer das Ziel sein wird. Wir geben jetzt das Beste und versuchen natürlich ist nicht darauf auszureden, sondern wir sind hartnäckig gesehen, wie man so sagt. Und wir versuchen es immer noch zu verbessern, dass wir blöd gesagt für den nächsten Wettkampf noch stärker sein können.